Herzlich willkommen zurück zu Minecraft. Wir waren auf der Suche nach einer Höhle. Und zwar in diesem wunderschönen Schneebiom, wo die Bäume nicht höher als 2 cm sind. Und hier ist ein Hai. Ein Hai, ein Ei, eher gesagt. Und jetzt hüpfen wir hier durch die Gegend. Beziehungsweise wir hüpfen nur, wenn wir hüpfen müssen. Und suchen eine geeignete Höhle, um uns Diamanten und so einen Scheiß abzubauen. Weil Diamanten könnte ich so langsam mal gebrauchen, würde ich sagen. So, hier unten ist nichts außer ein paar Steine. So, Kieselsteine. So, hier gehen wir mal her. Vielleicht finden wir in diesem Biom da eine Höhle. Oder davor, da direkt eine Höhle. Das wäre natürlich sehr ideal, weil ich habe schon ein paar Eier gesammelt. So, und mit diesen Eiern wollt ihr nicht wissen, was ich mit diesen Eiern mache. Ha, 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 ha. Achso, das ist schon Eis. Ich dachte schon, warum hüpft er im Wasser? Könnt ihr das auch im Wasser hüpfen? Also ich kann's. So, hier ist Wasser. Das Wasser. Ja, das Wasser. Und ich habe eine Höhle gefunden. Ja, ich habe eine Höhle gefunden. Auch wenn das nicht wirklich eine große Höhle ist. Ich sollte mal eine Fackel setzen. Da, Fackel. So, wenn wir Glück haben, geht das noch viel tiefer rein, sodass es eine richtig große Höhle geworden ist. Immer cheat ich so ein bisschen auf die Uhr, damit ich auch nicht weniger als 10 Minuten mache. Ich weiß nicht, wie lange die letzte Aufnahme geworden ist, aber es ist mir egal. Auch mit dem Headset zu zocken macht viel mehr Fun, weil sich das auch viel besser anhört einfach. So, jetzt baut er sich das hier alleine ab, das Zeug, und ich habe da wieder eine Höhle gefunden. Die Höhle werde ich auch gleich erstmal besteigen. Okay, eine Höhle kann man nicht besteigen, man kann eine Höhle eher betunneln. Betunneln, haha, besteigen, betunneln, haha. Okay, das ist jetzt auch nicht witzig gewesen. Ja, das ist jetzt auch egal. So, ich gehe mal hier weiter her. In Hoffnung, dass hier vielleicht eine coole Höhle ist. Okay, aber ich will es wieder direkt bezweifeln, weil ich hier sofort wieder Tageslicht sehe. Okay, Tageslicht ist jetzt hier sofort, aber hier ist auch Kohle. Kohle, 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 Kohle. Mit einer Spitzhacke abbauen. So, und die Musik hat ja voll den Beat drauf, Leute. Dies ist voll der Scambo, yeah. So, ich habe mal letztens einen gesehen, der stellt sich vor einen Spiegel, guckt dich an, wuschelt sich durch die Haare, macht die Haare nochmal so, dass die ja auch schön aussehen, und dann sagt er, boah, bist du hässlich, du Kanacke. Ich würde sagen, der Typ hat nicht alle auf den Zaun gehabt. Ich meine, wenn man sich schon selber als Kanacke bezeichnet, ist das nicht wirklich schlau. So, hier ist auch irgendwas, was aussieht wie eine... Warum ist da Wasser und da nicht? Hm. So, und jetzt hat sich meine Playlist aufgehangen. Da, 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 da. Natürlich hat sie sich nicht aufgehangen. Meine Playlist traut sich gleich aufzuhängen, wenn ich da bin. Da hinten ist eine Höhle. Ich hab eine kleine Höhle gefunden. Oh, ja, Mann, ich bin der Mac in diesem Business. Okay, nein, bin ich nicht. Aber hier ist schon wieder ein Urwald. Verzweifelt sucht er nach einer Höhle. Ich bin natürlich auch genau in die richtige Richtung gegangen, um eine Höhle zu finden. So, hier sind auch ganz viele Kühe, 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 Kühe. Gehe ich da unten hin und dann nützt mir das nichts. Oh, das ist die Musik, die man immer hört, wenn man zum ersten Mal verliebt ist. Bam, ab ins Wasser. Ach du Scheiße, was ich gerade sehe, ist, dass ich Hunger habe. So, 2 Fleisch... reichen doch, oder? Oh, voll der Pro hier. Ich weiß, wie man sich ein Steak in die Fresse schlägt hier. Apropos Steak. Hühner sind lustig. Haha, wer hat's gecheckt? Wer hat's gecheckt? Ja klar, Hühner geben kein Steak, die geben nur Eier und hässliches Hühnerfleisch. Auch wenn man Hühnerfleisch sehr gerne isst hier in Deutschland. Ich weiß ja nicht, wie es bei anderen ist in anderen Ländern, aber Hühnerfleisch isst man hier sehr gerne. Tja, unsere Gastfamilie war schon ziemlich lustig. Vor allem die Tatsache, sie hat gesagt, sie gibt uns ein Lunchpaket, ne? Wir kriegen ja immer Lunchpakete von denen. Und dann sagt die so, ja, es gibt jetzt ein Maß von uns, das ist ein typisches englisches Maß, es schmeckt ganz anders als die deutschen Maße. Ja, habe ich probiert, schmeckt genauso wie das deutsche Maß hier. Herzlichen Glückwunsch. Das ist ganz toll. Ganz, ganz toll.
Ja, dann kam eine andere Familie an und hat gesagt, ja, guck mal, ich mache jetzt Pasta. Ist typisch englische Pasta, schmeckt nicht wie in Deutschland, sondern nur wie in England. Ich probiere es, wie schmeckt die Pasta? Genauso wie in Deutschland. Kommt eine andere Familie an und sagt, ich gebe dir Kartoffelbrühe. Okay, eigentlich kam nie eine andere an, das war immer die gleiche. So, jetzt kommt Kartoffelbrühe. Ist genauso wie in England, nicht in Deutschland, genauso wie in England. Ich probiere es, wie schmeckt's? Genauso wie in Deutschland. So, dann kam nämlich das Thema Salat, Feldsalat. Dann sagen sie so, das Salat ist genauso wie in England. Nein, ist nicht genauso wie in England, sondern ist typisch deutsches. Schmeckt in England genauso wie in Deutschland. Ich probiere den Salat. Und wie schmeckt der? Genauso wie in England. Also kein bisschen Deutsch, nur Englisch. Und sie sagt, das ist genauso typisch deutsch. Tja, ich kann mal wieder super erklären hier. Ich rede mir jeden Scheiß zusammen, den ich irgendwann mal erlebt habe, den sowieso kein Schwein interessiert. Interessiert sich? Ja, dreht mir den Arsch zu, das heißt nein. Also interessiert sich Schweine doch nicht. Okay, dann würde ich mal sagen, die Musik ist geil. Die Musik ist sehr geil. So, dann gehen wir mal hier unten rein. Hier unten sieht es relativ sneakisch aus, weil da schon so viel Kohle drin ist. So, hier ist Kohle, aber hier ist auch keine Hülle. Sollte ich mich vielleicht mal tief in die Erde graben? Das mache ich gleich einfach mal. So, einfach mal so rein hypothetisch in die Erde. In die runter in die Erde. Immer in die Fresse rein. Immer mitten in die Fresse rein. Das Lied passt jetzt zwar nicht zu dem Thema, was ich gerade vorschlage, aber ja. Egal. Und Kohle, 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 Kohle. Ich hab gerülpst. Hat zwar keiner gehört, aber egal. Okay, ab in die Erde. Einfach mal kacken dreist. Genau runter. Genau tief runter. So, und F3 mache ich mal. Und es wird langsam dunkel. So, das ist Kies. So, hier eine Fackel hinsetzen und wieder hier runter mit Kies. So, hier ist auch noch Erde und Erde und Erde und da ist wieder Kies, ey. Erde und Kies wechselt sich ja ab. Das geht ja gar nicht. So. Und weiter geht's. Hier ist nämlich wieder Stein. So, ich bin auf Höhe 50. Und wahrscheinlich mache ich das, weil ich das so gerade so scheiße falsch mache. Grabe ich mich jetzt gleich. Ich grab mich runter. Und gleich lande ich irgendwie in einer tiefen Schlucht und sterbe, weil ich von so weit oben runterfalle. So, und hier ist. Okay, ich höre eine Höhle. Ich höre eine Höhle. Okay, das funktioniert nicht so ganz. So, jetzt aber. Ja, hat nicht wirklich viel gebracht. So. Hier, jetzt hole ich mir. Alter, Spinne, halt die Fresse, Mann. Du gehst mir auf die Fresse. So, das ist geil. Okay, hier, so. Hey. Okay, jetzt bewegt es sich wieder. Wahrscheinlich bin ich direkt über irgendeinem Spinnspawner. Das ist ein leichtes Problem gerade für mich. So. Jetzt geht gerade meine Spitzhacke kaputt. Das mache ich so, so und so in die Tiefe. Und hier runter. Oh, ich habe eine Mine gefunden. Ich habe eine Mine gefunden. Mit einem Spinnspawner. Scheiße. So, ich muss hier irgendwo anders raus. Irgendwo anders muss ich raus, weil. Oh, Scheiße, Mann. Hier sind auch die Spinnen. So, ich bin umgeben von Spinnen und komme hier nicht weg. Scheiße. Auf jeden Fall habe ich eine Höhle gefunden. Auf jeden Fall habe ich keine Leben mehr. Ich glaube, ich esse mal ein Steak, um mir noch mal ein paar Leben zu machen. So, herzlichen Glückwunsch. Ich will hier raus. 100%, ich will hier raus. Ist hier auch ein Spinnspawner? Ja, das ist auch ein Spinnspawner. Glaube ich. Ich traue mich jetzt mal hier runter. Gucken. Scheiße. Okay, hier ist kein Spinnspawner. So, scheiße, ich habe keine. Da ist der Spinnspawner. Scheiße, Leute. Ich glaube, um nicht zu sterben, mache ich jetzt erstmal nochmal auf Peaceful. Tut mir leid,
wenn ich so öde bin, aber das muss jetzt sein, weil ich sonst eiskalt sterbe. So, und das passt jetzt wieder zur Höhle. Tut mir leid, Leute, das muss wirklich sein. Ich habe wirklich keinen Bock zu sterben. Das ist jetzt aber auch wirklich blöd von mir. Das nächste Mal verspreche ich euch, mache ich wieder mit, hier, wie heißt es? So, hier mache ich erstmal die Spinnen kaputt. Ruff. Dann nächstes Mal mache ich wieder hundertprozentig mit Monster. Aber in der Höhle würde ich gerne ohne Monster machen, weil... Oh man, stimmt, ist zwar das Spannendste, aber... Sonst würde ich immer sterben und da habe ich gerade gar keinen, nicht wirklich viel Lust drauf. So, da hinten ist Licht. So, vielleicht finden wir hier irgendwo Kohle. Ach, Diamanten. Das wäre sehr episch, wenn wir hier Diamanten finden. Okay, hier geht's runter. Das ist auf jeden Fall eine große Höhle. So, da hinten ist Licht. Ich halte mich beim Licht, so wie dieses Schneider. Kennt ihr diese hässlichen fliegenden Schneider, die immer fliegen? Ja, kennt ihr die? Die sind scheiße. Ja, die sind wirklich blöde. Ich wollte, hab mir eigentlich vorgenommen, mich vor dem Wort Scheiße fernzuhalten, hat aber nicht in letzter Zeit nicht wirklich viel gut funktioniert. So, haben wir Eisen. Ich brauche, glaube ich, im Moment mehr Eisen als Kohle. Weil mit Eisen kann man sich viel mehr basteln. Zum Beispiel Schwerter und so und so und so und so und so und so. Ja, und so und so und so und so und so. So, ich glaube, ich beende mal kurz die Aufnahme und sage bis dann.